Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Ja, es ist endlich soweit und wir kämpfen eine richtige Schlacht endlich. 2867 Mannen auf unserer Seite und 3000 auf seiner Seite. Wobei, ja. Die KI sagt schon, dass wir mehr Chancen haben auf Gewinn, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so schwierig werden. Ja, wir haben halt ultra eine breite Phalanx vorne. Entschuldigung, ich bin gerade in den Keller gerannt und wieder hoch. Deswegen bin ich noch ein bisschen außer Atem. So. Wer greift wen an? Ich greife ihn an. Mit Nebel? Nein. Meine Bogenschützen müssen sehen, was sie tun. Okay. Der baut sich in diesem Fall schon sehr gut auf. Nur, dass der General hinten bleibt. Okay. Das ist ganz praktisch. Hier ist eine sehr große Fläche. Das ist sehr gut für uns. So. Wir stellen uns natürlich wieder wie gehabt auf. Ich will mal hier die Phalanx ein bisschen, bisschen kompakter machen. Also nicht so weit spreaden. Damit die länger aushalten. Der kommt uns entgegen, dann kommen wir ihnen auch mal entgegen. Wie hat der sich aufgebaut? Der hat auch keine Kavallerie, ne? Das ist wunderbar. Dann haben wir eigentlich gar keine Probleme. Ah, okay. Außer dass wir gegen die Bergsteigung kämpfen. Aber so. Krass ist die gar nicht. Blöd ist nur, dass er seine Steinschleuderer dadurch ein bisschen schneller oder früher schießen können als meine Bogenschützen. An sich, Steinschleuderer haben ja eine höhere Reichweite. Die kretischen Bogenschützen sind aber auch nicht schlecht dabei. Müsste ich mal ehrlich sagen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie weit der Unterschied zwischen Steinschleudern und den kretischen Bogenschützen sind. Also an sich haben Bogenschützen hier natürlich weniger Reichweite. Aber die kretischen sind halt die Elite-Bogenschützen quasi. Sich könnte ich, bis sie vorne sind, dann sind sie schneller. Ja, bis sie vorne sind, mache ich die Phalanxen aus. So. Und jetzt. So, auch noch mal langsam, bis er anfängt zu schießen. Habt ihr schon mal versucht, mit einer Steinschleuder zu schießen? Das macht echt Spaß. Das hat echt Wumms. Okay, er kommt. Dann fange ich mal auch jetzt an zu rennen. So, und schon mal an zu schießen. So, und die da kommen jetzt auch in eine.
Das hat nicht geklappt. Das hat jetzt gar nicht geklappt, aber in Ordnung. Unser General wird angegriffen. Eigentlich müsste ich hier die. Na komm, hier. Die muss ich jetzt verteidigen. So, rein da. Die sind fertig. Der hat sehr gelitten und der am Rand auch. Die habe ich echt versaut. Das habe ich da echt versaut. Leider. Okay, der schießt gerade hier rein. Das ist ein bisschen unangenehm, aber das macht nichts. Das halte ich aus. Gut, wer leidet hier? Ja, die leiden auch extrem. Hier geht man zurück. Na gut, der kommt zu weit. Okay, der. So. Dann kümmere ich mich um die da. Okay, das ist jetzt schon besser. Okay, ihr geht mal weg da. Die sind auch ziemlich am struggeln gegen die Adeligen. Die sind aber auch gut, die Adeligen. Okay, ihr geht mal hier weg. Ihr geht mal da weg. Ihr kümmert euch mal um den Adeligen. Du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum. Ich muss irgendwie hier hinkommen. Das, die machen zwar nicht viel, aber sie machen was. Die halt mittendrin. Okay. So, das ist ziemlich unpraktisch für ihn, dass sein General gerade so wegläuft. So, dann mache ich mal hier die nicht doppelte, sondern einfache. Ja, komm, hier rein. Hier kann man doch manchmal. Nee, nee. Das passt schon. Hier, weiter. Auch wieder da. Hier kümmert euch darum. Ihr helft mal denen. Denen. Sind die mal weg hier? Ja, also. Ja, endlich. So, du gibst denen den letzten Rest. Ja, kümmert euch darum. Ja, das sind nur die Söldner, okay. Aber trotzdem, warte, ich gehe mal hier durch. Hier in den Rücken. Die sind jetzt auch fertig. Das ist auch ein kleiner Nachteil, nicht Vorteil,
Nachteil an den spartanischen schweren Infanteristen. Sie sind so unglaublich lahm. Die sind so unglaublich lahm. Und wenn man die zum Angriff schickt, dann dauert es so gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis sie das dann auch machen. Ein bisschen blöd. Das natürlich, fällt einem natürlich auch, ja, sehr krass auf, wenn man davor die Seleukiden, die Tier-Challenge gespielt hat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Naja. Ja, noch ein bisschen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Na, passiert ja, weil er mich sehr gut erwischt hat. Weil die, das habe ich nämlich nicht bedacht, dass die Hopliten, wenn man die in eine Phalanx stellt, ja, dann bleiben sie stehen. Und dadurch konnte er mit seinen, mit seiner aggressiven, mit seinem Ausfall, mit dem ich nicht gerechnet habe, konnte er in die Seiten von die von meinen Piken eintauchen, also die so angreifen, was sehr sehr gut ist, was sehr sehr gut war. So. Was, ich habe minus 28 Futter. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig. Dann machen wir ja, auch mit Nahrung. Ja, nee. Das war jetzt 8 Runden. Da unten ist schon wieder kein Geld. Junge, was ist los bei denen? Also Geld habe ich echt. 25.000 habe ich eigentlich, aber das geht immer so schnell weg. Also. Was ist mit der Armee? Die 501. ist hier. Ist das ja die random einfach aufgestellte? Aber wieso habe ich ja so viele Ränge hier? Sehr krass. Da wurde ich dann angegriffen. Da weiß ich halt eigentlich schon gar nicht mehr. Gut, du tuckerst mal hier hin. Oh, warte, da muss ich mal kurz schauen. Okay, also minus 5 öffentliche Ordnung habe ich und plus 0 Zuwachs. Steuern 37.000, also Gesamteinkommen habe ich 47.000. Armeeunterhalt ist 20.000. Marine ist 1.000, ist egal. 20.000 ist meine Armee. Puh. Okay. So, was war jetzt meine Strategie? Meine Strategie war genau hier. Da unten, dann da und da, genau. Also quasi hier diese Schlaufe machen. Und dann hier die beiden zu schützen. Dann hier die da noch einzunehmen. Okay. Weil das Problem ist gerade, dass ich kein Futter habe. Kenabum. Ey, Kenabum.
Du bist hier tot. Seid gegrüßt! Sprecht gerade heraus und kommt zur Sache! Dann ist alles. Tut mir leid. Ihr seid im Weg. So. Okay, die können echt nichts machen. Okay, wenn die jetzt hier wieder angreifen, dann reicht der Schwertkämpfer. Aber ich hoffe, dass der jetzt mal ruhig bleibt. Okay, hier ist eine Fullstack-Armee. Interessant. Was ist hier? Was haben wir hier? Ja, drei Pekiniere, Bürgerkavallerie haben wir. Jugendliche. Ja, nicht wirklich gut was. Stimmt, den haben wir letztes Mal vertrieben, das war sehr gut. Hier ist auch nochmal ein Fußsack. Ja, nee, also noch bin ich nicht Außenschneider. Hier habe ich jetzt alles, ja. 3 von 3. Okay. Dann nächste Runde. Warte, ich muss mal kurz schauen, ob. Das ist keiner von mir. Spart das Furz. Kommt auf jeden Fall was. Die 3000. Ne, Nightmare ist das. Die Nachtmare. Nein, das ist ja nicht einer von mir. Wisst ihr was? Warte mal, das. Also die Hauptarmeen wechsle ich jetzt auf jeden Fall. Das ist ja dumm. Ersetzen. Minus 10 auf Kinder, Gravitas. Minus 10 auf. Was ist denn mit meinen Leuten los? Okay. Dann der wird auch geändert. Muss ich halt jetzt die mit minus Kinder. Unterhalt weniger. Ja, minus Gravitas, plus Gravitas, Loyalität. Okay, dann nehme ich den. Okay. Ah, mei. Minus 10 auf Kinder. Das ist blöd, aber ich glaube, ich habe genug. Unsere Schatzkammern sind nicht. Und das ist so attraktiv, aber ihr seid Wüstennomaden. Tut mir leid. Tut mir ganz fett sorry. Oh, ich hätte jetzt voll Bock auf Chips. Das war klar. Okay, Veteranen. Okay. Dann wollen wir mal. Die erste Armee besagt eigentlich nichts. Es ist eigentlich total egal, woher die kommt. Okay, also. Vertrieben sind 3 Leitern. Hier ist eine Leiter. Das ist ja mal interessant. Okay. Dann baue ich mal hier ein bisschen auf. Das passt. Hier das. Warum? Dann baue ich den hier hin.
Den da. Der halt mega cool, wenn man von hier angreift. Und dann muss man hier durch die Stadt und wird von hier und hier noch zugebombt und hier fallen Bogen. Dann muss man hier hoch und so weiter. Also ist schon cool. Apropos hier oben, ich werde mich as always hier hochstellen. Der General wird hier hingestellt. Die stellen sich so hin, aber ein bisschen breiter. So. Sehr schön. Klappt sogar. So. Und auch ein bisschen. So. Das ist sehr gut. Sehr gut. So. Die da werden hierhin gestellt, die da dahin. Und die Steinschleuderer kommen nach oben. So. Die Kavallerie. Ah, die bleibt mal hier. Wobei, ja doch. Gut. Ich bin ready. Das sind die Fernkämpfer. Ich spule mal vor. Das nähert sich feindliche Unterstützung. Hier von da hinten. Das, hier ist also gerade auch Herbst. Gott. Warte mal. Mit Vorspulen, das klappt gar nicht. So, hier nochmal. Oh, der ist. Oh. Knapp. Aber wieso brennt gerade das Geschoss nicht? Der ist gut. Oh, voll die Backpfeife. Ja, der ist gut. Der ist gut. Boah. So, ouchy. Warte mal. Habe ich dir nicht brennendes Geschoss gesagt? Hä? Bin ich bescheuert? Ach so. Wow. Das ist so weit vor. Das finde ich halt also so cool bei den brennenden Geschossen, anders als bei den Explosivgeschossen, die rollen halt noch weiter, machen dementsprechend auch noch Schaden. Also die Explosivgeschosse, die sind eher gegen die Moral, die Brandgeschosse sind, denke ich, eher gegen, also eher für Schaden. So würde ich jetzt mal so. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass es stimmt. Wann schießt du denn? Wann schieße ich denn? Das der tut mir echt leid. Das ist. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir sind alle schon tot. Okay, gut. Dann springen wir mal wieder vor.
nee. Ja. Gut, dann. Ja. Der hat sich festgewagt. Das heißt, ich werde jetzt eine wunderbare Stunde. Oder ich glaube, beim Vorspulen ist es eine Viertelstunde. Werde ich jetzt mal warten. Und wir nehmen sowieso schon 25 Minuten auf. Dementsprechend werdet ihr dann am Schluss oder beziehungsweise am Anfang der nächsten Folge das Ergebnis sehen. Schade, dass die jetzt so backen. Aber ich glaube nicht, dass die das irgendwie geschafft hätten. Also manchmal rutschen die. Ich will mal kurz schauen. So, wenn der. Also es ist nur noch ein Mann. Ernsthaft, der eine Mann hat es geschafft. Der feindliche General ist tot. Er will mich da verarschen. Weil der eine Mann das jetzt. Ja, okay. Egal. Gut. Ja, sag ich. Ja. Ja, egal. Dann machen wir es jetzt so. Dann sage ich euch das ja trotzdem noch. Wie das jetzt aussieht. Die jetzt alles angreifen. So. Wieso? Wieso rutschst du nicht? Du musst wieder nach vorne. Kannst du dich ja wieder rumschieben? Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh. Alter. So Kriege sind echt nicht schön. Nicht schön. Und alles wegen ein paar Leuten, die habgierig sind. Die unterdrücken dann eine Schwache, bis die dann sich nicht mehr unterdrücken lassen wollen. Dann gibt es Krieg oder auch davor. Es fängt alles mit Habgier und Neid und so weiter an. Immer dasselbe. So sind die Menschen. Aber das Interessante ist halt auch, dass die ganzen Kriege eine unserer Einheiten hat ihre so viel Fortschritt gebracht haben. Das ist halt auch irre. Also auch wenn man das Mittelalter anschaut. Nicht das Mittelalter, sondern die Antike. Beim Mittelalter, die haben ja ein bisschen gestruggelt. Aber die Antike, da war ja Krieg an der Tagesordnung so ungefähr. Und die haben dementsprechend sehr viel dafür gemacht, irgendwie neue Techniken und so weiter zu haben. So zum Beispiel Schießpulver. Schießpulver war sogar andersrum. Schießpulver war. Warte, Schießpulver. Also Drachenfeuer war auf jeden Fall in der Worte. Entschuldigung. Also, das Drachenfeuer. Das griechische Feuer, meine ich, das wurde für den Krieg entwickelt. Und so viele andere Sachen auch, wie die Mine. Die Mine wurde von den Chinesen schon im. Boah. 600 nach Christus, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Aber ja, die ganzen erfolgreichen oder krassen Technologiefortschritte, die waren eigentlich wegen dem Krieg. Auch jetzt Zweiter Weltkrieg. Da kam Solar dazu, da kam Internet dazu, Computer wurde ja ausgebaut und so weiter und Flugtechnik und so weiter. Also ja, hat alles seine beiden Seiten, aber natürlich wäre eine friedvolle Welt um einiges besser. Naja. So viel zum Wort zum Sonntag, ne? Jo, jetzt mach mal hinne. Geh mal auf die Fernkämpfer. Unsere Tore sind komplett zerstört. Na, endlich. Geht mal da durch. Bin mal auch gespannt, wie viel die Tore wieder erledigt haben. Weil an sich haben die hier sau viel erledigt und hier auch wieder. Also, so, jetzt kommt es endlich zum Kampf hier. So. Da oben ist der Feind. Come on, wir schaffen es. Macht nicht die ganzen Hecken kaputt. So Belagerungsdinger sind echt hässlich. Und dann ist er erstmal endlich angekommen. Und dann ist man fast am Arsch. Sind es dann schon alle? Nee. Oh wow. Die steigen alle die Treppe hoch und gehen dann da zum Tor, was eigentlich schon denen gehört. Alter, hier, ne? Heißes Öl. Ja, so entstand nämlich auch total oft Panik. Weil wenn man hier mittendrin ist, dann sieht man natürlich echt wenig. Vor allen Dingen, wenn man so einen Helm anhat. Das beschränkt ja das Sichtfeld noch. Außer so einen Helm wie die, aber so einen anderen Helm wie, keine Ahnung, die Spartaner oder die ja, ein paar Römer, also die mit dem Gesichtsschutz. Auf jeden Fall, wenn irgendwoher, wenn von hinten angegriffen werden wird, dann entsteht hinten eine Panik, die geht dann bis nach vorne. Die ganz vorne checken natürlich gar nichts.
weil die mitten im Kampf sind. Da geht es um das Überleben, haha. Aber die in der Mitte, ja, die wissen nur, oh Scheiße, wir werden auch von hinten angegriffen, wir werden umzingelt. Es ist ja meistens so, wenn nur von einer Seite angegriffen wird, dann, ja, und dann reicht es eigentlich, also beziehungsweise von zwei Seiten, von vorne und hinten, dann reicht es eigentlich meistens aus, um Panik auszulösen. Und es wusste ich zum Beispiel auch sehr lange nicht, dass die Leibgarde für den General, die waren eigentlich weniger dazu da, die Generäle vor irgendwie vor den Feinden zu schützen, sondern vor den eigenen Männern, weil die Generäle waren da immer so in der hintersten Linie beziehungsweise noch weiter zurück, und wenn in der Menge dann Panik ausgebrochen ist, dann sind sie natürlich überall hin weggelaufen und haben einfach jeden niedergestochen, der noch irgendwie da war oder im Weg war. Und es kam bei den Römern auch sehr häufig vor. Das ist halt eher krass bei den Römern, ne? Weil die waren so durchtrainiert wie zu der Zeit eigentlich gar keine anderen. Also Berufsarmee war das, denn das gab es eigentlich zu diesen Zeitpunkten gar nicht. Und ja, auch die Spartaner war keine Berufsarmee, weil bei den Griechen war es nämlich so, dass es selbstverständlich war, dass man ins Militär ging, aber sie wurden da nicht bezahlt dafür, das war einfach Pflicht. Also die haben ihre anderen Hobbys und Machenschaften weiterhin ganz normal gemacht. Bei den Spartanern ist es ja noch ein bisschen was anderes, weil die hatten in dem Sinn überhaupt keinen Beruf. Aber dazu, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal dazu komme, dieses Video fertigzustellen mit den spartanischen Mythen. Da sitze ich schon die ganze Zeit dahinter. Skript ist schon fertig und eingesprochen ist an sich auch schon alles, aber das dauert halt ja noch ein bisschen, um das zu editieren, und ich habe halt auch Arbeit und gerade habe ich ja sehr viel Arbeit, deswegen gerade ein bisschen ärgerlich, aber ich hoffe, dass das diesen oder nächsten Monat rauskommt. Also Fakt, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Genau, aber es sollte ich schaffen. Und bei den Römern war es auch so, jetzt zurück zu den Generalsleibwächtern. Ich spur mal vor. Bei den Generalsleibwächtern war es auch häufig so, eben, dass sie den General vor den fliehenden Soldaten schützen mussten. Und die haben dann das auch so gemacht, dass... Ah, jetzt kommen die Fernkämpfer, Moment. Die haben das auch so, oft so gemacht, dass die Leibgarde von den Generälen waren die Triarii, also die mit den Speeren, und also die letzte Front, die haben dann auch sehr oft, also es belegt, sehr oft die Soldaten an der ersten und zweiten Linie davon abgehalten zu fliehen. Also wenn die fliehen wollten, wurden sie gewarnt und wurden dann zum Teil auch erschlagen oder halt erstochen, wenn die nicht sich nicht beherrschen konnten. Ja. Naja, in Panik sind der Menschen dann zu allem möglich. Das ist das Gefährliche. Ja, hier die Front scheint ein bisschen zu bröckeln jetzt.
Kavallerie geht mal raus. Da oben treffen sie gar nichts. Ja, die können noch schießen, okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mal die Pferde hier hin. So, kümmern sich mal darum. Okay. Ja, General ist schon ein bisschen heavy, Davy. Ist schon ein bisschen heftig kaputt jetzt. Ja, also die Schildmauer, die du machen wolltest, hat nicht so funktioniert, würde ich mal behaupten. Die hat nicht so geholfen. Okay, du gehst jetzt auch mal raus. Alter, der macht aber Schaden. Macht ja Schaden. Ah, okay, jetzt ist es vorbei. Gut. So. Nur 400 hat er, also knapp 400 hat er geschafft. Nee. Verlust 200. Ja. Blöd. Okay. Gut. Dann, ja, warten wir noch kurz. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Oh, mein Speicher ist voll. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Ja, dann bis dann. Bye bye.